die reale Welt war für mich ja okay, aber ich wusste, es gibt da noch eine andere Welt, wo ich mich viel besser verstanden gefühlt habe. Und das war halt Graffiti und Hip-Hop im weitesten Sinne. Graffiti ist Hip-Hop. Und auch bei der Backspin hat Graffiti schon immer eine große Rolle gespielt. Wir sind zusammen mit Europcar auf einer Tour durch Deutschland, um euch in 5 Städten 5 verschiedene Graffiti-Artists vorzustellen. Die Aufgabe? Europcar hat zusammen mit Wear einen nachhaltigen Sneaker aus Upcycling Workwear entworfen. Und die Aufgabe für die Künstler ist es, diesen in ihrem eigenen Style an die Wand zu bringen. Und heute sind wir in Frankfurt. Bei Fuego Fatal. Fuego! Hey, was geht? Oh, ist es. Hier ist ein Steckerfinger. Ich freue mich, dich zu sehen, Don. Ja, Mann, wie geht's? Wie läuft's? Sieht schon gut aus. Ja, ne? Ja, ich zieh gerade Outlines. Brauch nicht mehr lange, 10 Minuten. Krass. Dann können wir quatschen. Lass machen. Hi. Sieht's gut aus? Gefällt's dir? Ich mag's. Ja, ich mag's auch. Also, ich bin ja so ein Freund von klaren, direkten Ideen. Und als ich gehört habe, abgecycelte Sneaker und Europcar, habe ich 2 Sachen gleich gedacht, Sneaker und Grün. Ja. Und das ist im Grunde, was ich gemacht habe. Ne? Also einfach, let's keep it real in the field. Tags sind immer schön. Das ganze Graffiti-Game basiert auf Tags und Handstyles. Also wir haben nur Tags gemacht. Außerdem sieht alles auf schwarz gut aus. Erstmal schwarz vorstreichen, Tags drauf. Silhouette von dem Schuh. Der Schuh ist auch gleichzeitig die Outline von meinem Style. Das ist so die Idee. Okay. Super straightforward, genau auf den Punkt, nicht zerdacht, sondern im Grunde da geblieben, wo auch der Gedanke herkommt von dem ganzen Ding, nämlich Sachen aufbereiten und geiler machen. Erzähl mir mal deine Graffiti-Geschichte. Meine Graffiti-Geschichte ist die von ganz, ganz vielen Jugendlichen, nur halt ein bisschen früher. Ende der 80er habe ich die ersten Tags in Frankfurt gesehen. Das waren auch die ersten Tags in Frankfurt. Und es hat mich total fasziniert sofort. Und ich habe das einfach verfolgt. Ich bin so von meiner Hochhaussiedlung 25 Minuten in die Stadt gefahren und da auf der Strecke halt alles eingeatmet, was da war. Und zwar nicht viel, aber mir ist halt alles neu aufgefallen. Ich kannte ganz schnell die Namen, wusste, wer das ist, aber ich wusste nicht, was steckt dahinter. Bis sie halt irgendwann in meinem Jugendhaus, in meinem Viertel, diese bunten Bilder auftauchten. Und da, spätestens da war es nämlich geschehen. Ich bin jeden Tag nach der Schule einfach in dieses Jugendhaus gegangen und guckt, ob es was Neues gibt. Und habe das immer reingezogen. Und dann habe ich irgendwann die großen Jungs sprühen sehen. Und dann war es vorbei. Dann habe ich einfach 5 Stunden da gestanden und zugeguckt. Das war die Geschichte. Aber es hat dein ganzes Leben ja begleitet. Ja, tatsächlich. Ja. Warum? Wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Ich habe dann angefangen, wie alle auch, angefangen zu taggen und angefangen auszuprobieren, worum es geht. Es war eine Zeit, da gab es noch kein Internet, keine Läden und so. Man hat diese Geschichte schon tausendmal erzählt, aber es ist immer noch richtig. Es war wesentlich schwerer, da an irgendwas ranzukommen. Nicht nur an Materialien, sondern auch an Knowledge. Also man wusste ja nichts. Wie haben die das gemacht und so? Du musstest es rausfinden oder jemand hat dir sein Geheimwissen geteilt. Und darum ging es dann die nächsten Jahre. Das hat Jahre gedauert, bis du irgendwie Schritte weitergekommen bist. Das kannst du heute mit 10 Mausklicks machen. So damals hat es einfach ein paar Jahre gedauert. Und das Ganze, also auch das war so spannend für mich, so aufregend. Also dieses ganze Konstrukt, das war illegal, das war verboten. Aufregend, kreativ, verschworen, diese ganzen Attribute, das hat mich natürlich mega interessiert als Teenager. Und später kam dann einfach diese kreative Komponente dazu. Du willst besser werden, du willst gut werden, du verstehst, dass du deine Ideen umsetzen kannst, visuell. Und das hat eine unheimliche Power auf mich ausgeübt, einen unheimlichen Impact gehabt. Und also es hat eigentlich alles verändert. Das hat mir auch Antworten gegeben für mein Leben später. So, ne? Also alles, was so die reale Welt war für mich ja okay, aber ich wusste, es gibt da noch eine andere Welt, wo ich mich viel besser verstanden gefühlt habe. Und das war halt Graffiti und Hip-Hop im weitesten Sinne. Du hast gesagt, es hat dir eine eigene Welt gegeben. Kannst du mir den Wert von einer Graffiti-Szene für dich in deinem Leben beschreiben? Ja, schwer in Worte zu beschreiben, aber es hat
Es war eine eigene Ebene in meinem Leben, in der ich mich sicher und zu Hause gefühlt habe. Also mein Zuhause war total cool. Ich habe 4 Geschwister gehabt, liebevolle Eltern und so. Das war nie das Problem. Die Umstände waren nicht so schön. Ne? Wir hatten nicht viel, wir hatten oder nichts. Und das war mehr so das größere Problem. Es hing immer so über allem, über dem ganzen Leben. Aber diese ganzen Sachen waren in der Hip-Hop-Graffiti-Welt nicht wichtig. Also etwas zu haben war da nicht wichtig, etwas zu können war wichtig. Und das habe ich früh verstanden und das hat mich sehr interessiert. Da konnte ich dann natürlich auch punkten. So, ne? Da ging es dann nicht um irgendwelchen anderen Flex, sondern so musstest halt was liefern. So. Und wenn du nichts geliefert hast, dann war es halt nichts. Und das Konzept hat mich sehr überzeugt, das hat mich voll abgeholt. Du bist dein ganzes Leben mit Graffiti verbunden. Was bedeutet es dir, auch heute noch mit Graffiti verbunden zu sein? Ja, alles. Ich habe meinen normalen Job aufgegeben nach 23 Jahren in der scheinbar Kreativbranche und habe einfach meinen eigenen Laden aufgemacht und der ist, back to the roots, nur noch Graffiti. Also ich mache alles, was ich heutzutage beruflich mache, dreht sich nur um Graffiti, also um Sprühdosen. Und es ist nicht nur Auftragsmalerei, ne? Es sind auch Workshops. Also ich bin auf diesem Film mittlerweile, Knowledge weiterzugeben. So, ne? Also ich habe mich interessiert, das Leuten meine Welt näher zu bringen, die nichts damit zu tun haben oder noch nie damit zu tun hatten, die es aber geil finden. Aber die haben keinen Zugang zu Graffiti, wollen aber. Und den Leuten bringe ich bei, wie es geht. Oder ich gebe eine Tour, wo ich die Story erzähle, weil es eine geile Geschichte ist, die viel lauter und viel öfter erzählt werden muss. Und ich lade die Leute so ein Stück weit in meine Welt ein oder in die Graffiti-Welt grundsätzlich und lasse sie das aber ausprobieren, damit die auch diese Faszination verspüren. Und es passiert viel öfter, als man denkt. Also du kannst Leute wirklich in so einem 3-4-Stunden-Kurs umdrehen. Die waren vorher die größten Hater und dann gehen die raus und sagen, fuck, so habe ich das noch nie gesehen. So. Und dann hast du was erreicht. Wenn du so Leute, so große Hater wirklich was auslösen kannst im Kopf, wo die ihre Denke reflektieren und vielleicht sogar verändern. Du wirst in deinem Leben auch mit illegalem Graffiti in Kontakt gekommen sein. Heute, hast du ja gesagt, bist du aber auch legal in anderen Rollen damit unterwegs. War es schwierig für dich, diesen Switch hinzubekommen? Null, nie, weil ich auch noch nie anders gedacht habe, als dass die ganze Energie von Graffiti ausschließlich, und das möchte ich betonen, ausschließlich, ohne Ausnahmen, aus dem illegalen Graffiti kommt. Also es gibt nichts, was geil ist an Graffiti, was nicht mit diesem illegalen, mit dieser illegalen Komponente zu tun hat. Das kommt alles von da. Diese ganze Energie, die ganze Kreativität, die ganze Technik und alles, was daraus folgt, die ganze Kunst von heute etablierten Leuten, die haben auch im Gebüsch gelegen. Das kommt von dort. Das macht ja das ganze Thema so geil. Und das bringt auch also zeitgenössische Grafik zum Beispiel oder zeitgenössische Kunst weiter durch Graffiti. Also so viele Bereiche mehr als Graffiti sind geiler geworden durch Graffiti, durch Leute, durch Akteure, die ihre Knowledge, ihre Skills da reingebracht haben, wo alle anderen gesagt haben, woher kannst du das denn? Naja, vom illegalen Malen natürlich. Ne? Also daher kommt es, das ist der Motor von ganz vielen kreativen Bereichen außerhalb von Graffiti. Das weiß nur keiner oder gibt keiner zu. Ist aber so. Und trotzdem bist du stolz darauf, dass du heute diesen Weg so gehst, wie du ihn gehst? Unbedingt, unbedingt. Also ich war auch stolz darauf, mit 15 Jahren die ersten 500 Mark mit dem Bemalen von einem LKW, vom Gemüsemann gekriegt zu haben. Da war ich auch stolz. Ich muss nicht mehr klauen gehen, ist doch geil. So, ne? Also wer das nicht begreift, dass man durch seine eigenen Skills und durch sein eigenes Können sein Leben verbessern kann, so, der hat das Leben nicht verstanden. Lass uns über dein Leben reden, neben Graffiti. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Aus welchen Lebensumständen heraus bist du geboren? Welches Umfeld hattest du? Ich bin als Kind von politisch verfolgten Chilenen in Deutschland gelandet, also politischer Flüchtling im Grunde. Und wir sind mit nichts gekommen, aber mit 5 Kindern und sind in so einer klassischen Platte groß geworden im Norden von Frankfurt. Und heute würde man sagen, in prekären Umständen, man kann aber auch sagen, einfach in Armut. So, ne? Also es geht immer schlimmer, aber schon so das untere Ende. Und dann hast du natürlich trotzdem den Luxus in Deutschland, du kannst zur Schule gehen, die kosten nichts und der Arzt kostet nichts und so. Also es geht international durchaus schlimmer, aber für deutsche Verhältnisse war das schon ein sehr, sehr einfaches Leben. Ja. Ich möchte sagen, ein Leben, was von Verzicht geprägt war, gerade als Teenager. Und es wirkt fast wie die romantisch-klassische Geschichte, aber Hip-Hop
scheint dein Leben dahingehend so ein bisschen verändert und vielleicht auch gerettet zu haben. Ja, gerettet weiß ich nicht. Also ich wäre vielleicht auch ein guter Bankangestellter geworden und dann würde ich nicht auf der Straße leben, ganz sicher so. Ne? Also die Anlagen, das kann man ja nie sagen, so, ne? Man hat ja keinen Vergleich. Ich habe nicht drei Leben gelebt und kann sagen, ach, das lief am besten so. Sondern es lief so, wie es war und ich habe aber ganz bewusst immer Hip-Hop in meinem Leben zugelassen und das auch ausgelebt. Ich habe das nie versteckt, diesen Hintergrund mit Hip-Hop und Graffiti. Ich habe das nie verleugnet auch, sondern ich habe das für mich immer behalten, auch in den ganzen Agenturjahren. Und ich habe das nie aufgegeben, auch mental nicht, weil ich genau wusste, dass das immer so ein Bereich ist, auf den ich mich zurückziehen kann und wo ich auch niemandem was erklären muss, so, wo ich schon was geleistet hatte sozusagen. Frankfurt ist eine Hip-Hop-Stadt. Das war sie schon immer und ich habe auch viele Verbindungen hierher über die Jahre geknüpft. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, sehe ich an den richtigen Stellen auch eigentlich relativ viel Graffiti. Kannst du mir Graffiti und Frankfurt aus deiner Sicht beschreiben, wie es sich in deiner Zeit, in deinem Leben entwickelt hat? Über die Jahre? Ja. Ja, also war eine der Städte, die recht aktiv waren auch. Es gab viele große Städte, die aktiv waren. Aber auch Frankfurt hat dazugehört. So in den 90ern und Anfang der 2000er sehr train-heavy. Also da gab es auch viel Austausch mit Dortmund und Hamburg und so. Also man hat da schon mitgespielt. Stilistisch, ja, immer sehr gesundes Mittelfeld, würde ich sagen, mit guten Ausreißern nach oben. Gab immer gutes Graffiti aus Frankfurt. Nicht alles war überragend, aber alle Disziplinen wurden hier eigentlich ganz gut gelebt. Durch das Rhein-Main-Area, großes Einzugsgebiet, hast du ein großes Streckennetz, also auf Zugs immer viel passiert. Und auf Wänden. Für meine Begriffe könnte mehr Qualität zurückkommen, also es müssten sich mehr Leute auf Qualität fokussieren. Aber ich habe Hoffnung in die Kids. Also das ist, da kommt immer was nach und die sind auch immer gut. Und jeden Sommer kommen 5 gute neue und muss man sich keine Sorgen machen. Merkst du, dass so das Mindset von dem, wie du Graffiti für dich verstanden hast, dass das auch in neuen Generationen weiterlebt? Immer so ein bisschen. Ne? Also ich meine, ich bin halt ein alter Knochen. So wie ich die Sache sehe, so können das Kids von heute einfach nicht sehen, weil die sind ja nicht in denselben Begebenheiten groß geworden. So. Aber die haben ihre Struggles und ihre Hindernisse, die sie überwinden müssen und so. Und ich mache mir da keine Sorgen. Also ich glaube felsenfest an die Jugend. So, ne? Ich teach auch gerne Kids und lasse die auch gerne zu. Mir macht das Spaß, dazu zu gucken. Also so ganz unbeteiligt und ohne irgendwelche Erwartungen an die. So, ne? Ich freue mich, wie die das machen, wie die das Game flippen. So. Das finde ich geil, zuzusehen. Wenn man Leuten erklären muss, wer Fuego Fatale ist, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Mein Stil würde ich gar nicht beschreiben. Ich würde sagen, ich bin ein Typ, der sein Leben mit Hip-Hop gelebt hat und der das in ganz vielen Ebenen geschafft hat, seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und diese Fußabdrücke sind überprüfbar. So kann man das vielleicht sagen. Also, findet's raus. Das ist schon mal sehr gut gesagt. Da sollen die Leute dann mal ein bisschen auf die Suche gehen. Kannst du irgendwie mit Worten beschreiben, wie dein Leben ohne Graffiti verlaufen wäre? Wahrscheinlich sehr viel langweiliger. Also Graffiti in all seinen Phasen in meinem Leben hat mich einfach wirklich jung gehalten, hat mir immer neue geile Reisen ermöglicht, neue geile Leute habe ich kennengelernt. Und ich mag es einfach mit diesen Verrückten, die dasselbe lieben wie ich, mich zu umgeben. So. Ich mag die nicht alle wirklich, ertrage auch viele von denen nicht lang. Aber es sind schon geile, verrückte Dudes und Frauen und das würde ich sehr vermissen, wenn ich das nicht gehabt hätte in meinem Leben. So diese ganzen Erlebnisse und Momente. Ich habe gelernt, dass Graffiti-Artists ja auch mitunter sehr gerne für sich alleine sind. Das ist, ja, das gehört dazu. Muss man ja. Können, ja, ja. Muss man können. Ja. Deswegen lasse ich dich jetzt alleine an die Wand. Danke, Nico. Erzähl noch mal ein kleines bisschen, was war deine Idee bei dem Bild? Was hast du gemacht? Als ich von dem Gedanken gehört habe, Sustainable Sneaker, also nachhaltige, recycelte Materialien, habe ich mir gedacht, genau das müssen wir eigentlich nehmen. Grüntöne und die Silhouette vom Schuh recycle ich einfach zu meinem Style. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe einfach die schwarze Wand voller grüner Text geballert, die Silhouette draufgezogen und von dem Schuh. Und jetzt male ich
meinen Style da rein. Und damit habe ich sozusagen den konzeptionellen Gedanken, Proof of Concept mäßig, visualisiert. Ne? Also etwas wiederverwerten und nachhaltig einsetzen. Also genau drauf eigentlich. Ich habe eigentlich nichts dazu getan zu der Idee, die schon da war. Ich habe sie einfach nur gesnatcht. Oder geflippt, wie man sagen würde. Backspin.